Der Foxer im Erzgebirge. Schön, dass du da bist, Fabian. Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder da sein kann. Bei uns in Hessen bzw. Rheinland-Pfalz, wo ich die Reha mache, ist heute ein Feiertag. Und da haben wir die Chance über das lange Wochenende mal genutzt, um mal wieder hier vorbeizuschauen. Dann hattest du ja im Januar eine schwere Operation gehabt. Ist da alles gut verlaufen? Weil der Eingriff klang ja ziemlich kompliziert und schwierig. Ja, es war auch eine größere Sache, aber Ende März war ich schon nochmal bei meinem Operateur und da haben wir auch schon ein MRT gemacht. Da sah alles gut aus, also ist alles gut angewachsen, gut verheilt fürs Erste und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Wie läuft die Reha im Moment? Liegst du da im Soll für dich persönlich? Ja, ich liege voll im Soll, bin richtig gut im Plan. Ich bin dann Mitte September nochmal bei meinem Arzt, da wird dann nochmal ein MRT gemacht. Da schauen wir dann danach, wie es weitergeht. Aber wenn alles gut läuft, dann habe ich jetzt ungefähr die Hälfte hinter mir. Die Jungs haben am Wochenende die 41 Punkte erreicht, also diese ominöse 40-Punkte-Marke durchschritten. Hast du das aus der Ferne verfolgt? Ja klar, ich habe jedes Spiel verfolgt. Macht auch mir nicht sonderlich viel Spaß, das vom Fernseher anzuschauen. Ich wäre lieber im Stadion dabei gewesen. Es war jetzt ja auch nicht immer unbedingt ein Leckerbissen unsere Spiele, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ging jetzt in der Phase einfach nur darum, die Punkte zu holen. Das haben die Jungs jetzt geschafft und das ist jetzt auch eine Phase, die gab es noch nie, die wird es hoffentlich auch nie wieder geben. Und wie gesagt, da haben jetzt nur die Ergebnisse gezählt, das haben die Jungs geschafft und ich hoffe, die haben jetzt noch ein paar Körner für die letzten Spiele, dass wir noch die Saison mit einem richtig guten Tabellenplatz abschließen können. Danke, Foxer, und für deine Reha weiterhin alles Gute, damit du schnell wieder da bist. Danke.